Frenetischer Jubel am Ende nach 2 Stunden Volldampf. Die neue Show Time kam beim Publikum in der Wiener Stadthalle voll an. Annette Dittert und Yannick Bonheur sind die Stargäste in der neuen Ausgabe aus dem Hause Holiday on Ice. Ihre Figuren zeugen von internationalem Top-Niveau. Also wir machen den Bounce-Spin, das ist das, was am meisten ankommt, weil das wirklich mein Kopf sehr nah am Eis ist. Detroiter, Second Bounce-Spin, also es sind verschiedene akrobatische Elemente, die man im Leistungssport eigentlich nicht macht, die zeigt man nicht. Und die haben wir uns selbst beigebracht und ich bin sehr stolz, dass Yannick mein Partner ist und mir das auch beigebracht hat. Ja. Klar, da muss man viel trainieren für diese akrobatischen Einlagen. Manchmal hat das Publikum wirklich Angst, dass was passiert. Das spürt man. Aber das hebt bei uns noch mehr den Adrenalinpegel. Time bringt die schönsten Momente des Lebens aufs Eis. Die Show ist wie ein Fotoalbum voller Schnappschüsse. Insgesamt 30 Eisläufer aus der ganzen Welt zeigen ihr Können auf den Kufen. Viele frisch dabei, aber auch einige routinierte alte Hasen. We work already 6 contracts, so. Wir sind schon zum 6. Mal dabei. Sie ist einfach die schönste unter den Eisshows. Holiday on Ice ist die beste. Hier kannst du wirklich alles geben, alle Tricks zeigen, die du drauf hast. Is the best with like let's say everything if you taken everything. How many shows you do? What you do in the shows, you know? We really like that they let us do tricks which we like to do, you know? So it's great, it's a greatest show, I think. Seit 1972 gastiert Holiday on Ice auch im Olympiapark München. Mittlerweile gab es dort über 600 Vorstellungen mit rund 2,6 Millionen Besuchern. Es ist ein wichtiger Part im Kalender und es ist wirklich erstaunlich, dass es nach der langen Zeit sich einfach immer toll weiterentwickelt hat. Und die Shows von damals sind überhaupt nicht mit den heutigen zu vergleichen. Selbst die vor 10 oder 15 Jahren sind nicht mit den heutigen zu vergleichen. Es gibt tolle Technik, LED-Wände, ganz viele Videoeffekte. Aber natürlich ist der Eiskunstlauf nach wie vor im Zentrum geblieben. Und nun kommt Time auch nach München in die Olympiahalle mit insgesamt 8 Shows vom 7. bis 11. Februar.